Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus diesem fantastischen Buch Der Kaufmann und der Papagei von Nosrat Pezeshkian, das dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Heute in leicht geänderter Umgebung, nämlich in meiner Praxis, in meiner Life-Coaching-Praxis im Frankfurter Merton-Viertel. Und heute möchte ich die Geschichte lesen, Glaube an Gott und binde dein Kamel fest. Und nach dieser Geschichte will ich noch ein paar Gedanken von Nosrat Pezeshkian vorlesen, wie man mit den Geschichten umgehen kann. Also lehnt euch zurück und hart der Dinge, die da kommen. Glaube an Gott und binde dein Kamel fest. Die Gläubigen kamen in Scharen, um die Worte des Propheten Mohammed zu hören. Ein Mann hörte besonders aufmerksam und andächtig zu, betete mit gläubiger Inbrunst und verabschiedete sich schließlich vom Propheten, als es Abend wurde. Kaum war er draußen, kam er wieder zurückgerannt und schrie mit sich überschlagener Stimme: »O Herr, heute Morgen ritt ich auf meinem Kamel zu dir, um dich, den Propheten Gottes, zu hören. Jetzt ist das Kamel nicht mehr da. Weit und breit ist kein Kamel zu sehen. Ich war dir gehorsam, achtete auf jedes Wort deiner Rede und vertraute auf Gottes Allmacht. Jetzt, o Herr, ist mein Kamel fort. Ist das die göttliche Gerechtigkeit? Ist das die Belohnung meines Glaubens? Ist das der Dank für meine Gebete?« Mohammed hörte sich diese verzweifelten Worte an und antwortete mit einem gütigen Lächeln: »Glaube an Gott und binde dein Kamel fest.« Ich wünsche euch viel Spaß heute dabei, über diese Geschichte nachzudenken und was sie eventuell für euch bedeuten könnte. Und wenn ihr ein paar Gedanken dazu habt und ein paar Geschichten erzählen wollt dazu, schreibt sie doch einfach hier unten in die Kommentare. Jetzt aber möchte ich euch gerne noch etwas vorlesen, einen kleinen Leitfaden für den Leser bzw. den Hörer, den Nosrat Pezeshkian zwei Seiten weiter vorher geschrieben hat. Er schreibt da: »Nahezu alle Geschichten dieses Buches stehen in Bezug zu Falldarstellungen, Beschreibungen von Lebenssituationen und zwischenmenschlichen Beziehungsproblemen. Die Falldarstellungen sind Beispiele, Ereignisse, die sich in meiner psychotherapeutischen Praxis oder deren Umfeld zugetragen haben und die ihren individuellen, einzigartigen Besonderheiten gehorchen. Sie belegen nur eine Anwendungsmöglichkeit der jeweiligen Geschichte. Dies bedeutet, dass die bei einem Patienten erfolgten Schritte der Bewusstmachung und Konflikttransparenz nicht in gleicher Weise für alle scheinbar ähnlich gelagerten Fälle gelten müssten. Sie sind vielmehr Anregungen für die Wahrnehmung zwischenmenschlicher Beziehungen zugänglicher und für Missverständnisse und ihre Voraussetzungen sensibler zu werden. Die Geschichten kann jeder lesen oder jeder hören und sie für sich und seine Situation interpretieren. Sie sind Lehrstücke, ohne mit erhobenem Zeigefinger belehrend zu wirken. Unterhaltung, die nicht nur unterhält, und Lebenshilfe, die man dem eigenen Bedürfnis entsprechend annehmen kann. Ähnlich wie wir Falldarstellungen aus psychotherapeutischen Praxis wählten, kann jeder Leser die Geschichten mit eigenem Sinn füllen, über ihren Gehalt nachdenken und mit anderen über sie sprechen. Aus diesem Grunde sind am Ende des Buches einige Geschichten von jeder Interpretation freigehalten, gewissermaßen als Anregung für den Leser, also für den Hörer ungefähr dann in Richtung März 2019. Anregung für den Leser oder Hörer, das, was wir begonnen haben, auf seine eigene Weise fortzusetzen. In der positiven Psychotherapie ist die Anwendung der Geschichten nicht willkürlich und zufällig. Sie werden im Rahmen der fünfstufigen Behandlungsstrategie gezielt eingesetzt und erfordern vom Therapeuten Einfühlungsvermögen, Einsicht in die Bedürfnisse des Patienten,
in die eigenen momentanen Motive und den Mut, die scheinbar klar strukturierten Formen der Beziehung zu verlassen und auf die Fantasie und intuitive Bedürfnisse einzugehen. So ist das also mit den Geschichten, schreibt Nosrat Pezeshkian in seinem Buch Der Kaufmann und der Papagei, das im März 2019 40 Jahre alt wird. Ich wünsche euch noch einen super Tag und freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet, um einer neuen Geschichte zu lauschen. Bis dahin!